Guten Morgen, Lone. Und dir auch, William. Henry, bitte lasst mich euch herumführen. Einen guten Morgen an alle. Hallöchen. Hallo. Erlaubt mir, euch Professor Lake vorzustellen. Er ist der Leiter der Expedition. Er ist gerade aus der Antarktis zurück, um sich hier um einige Angelegenheiten zu kümmern. Guten Morgen, meine Herren. Es ist mir ein Vergnügen, Sie alle an Bord zu haben. Akeley, schön, Sie wiederzusehen. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, Lake. Die Entdeckung, die wir gemacht haben, ist beispiellos in der gesamten Menschheitsgeschichte. Ich erwarte, dass wir durch Ihre große Wissenstiefe noch mehr lernen können. Gewiss. Es wird uns ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen, wo wir nur können. Was wir aufgedeckt haben, ist unglaublich. Ich bin zurückgekehrt, um die Erfindung zu holen, die uns helfen wird, in die Geschichte einzugehen. Der von Mr. Pabody erfundene Bohrer. Die Fahrt zurück hierher dauerte eine gefühlte Ewigkeit. Aber dieses Mal fliegen wir zurück. Die Reise wird viel schneller gehen. Auch wenn wir hier und da auf Flughäfen landen müssen. Richtig, Mr. Barron? Das ist richtig, Professor Lake. Gestatten Sie mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin Lewis Barron und ich werde Ihr Pilot für diese Reise sein. Und wenn es sein muss, kann ich im Kampf dienen. Bremsen Sie Ihren Enthusiasmus, Lewis. Es wird keinen Grund zum Kämpfen geben. Entschuldigen Sie ihn. Er ist ein Armeeveteran und ein hervorragender Pilot. Aber lassen Sie uns an Bord gehen. Wir haben genug Zeit, um alle auf den neuesten Stand zu bringen. Wie geht denn die Sequenz noch? Ich überziehe schon wieder. Es tut mir leid. Und Abflug. They left Arkham on October 2nd. They made a stopover in Honduras, and from there, the crossing of the Pacific began. They replenished their food and fuel supplies in Tasmania. The Antarctic Ocean was waiting for them, and a chill ran down their spines when they spotted the high slopes that crowned the McMurdo Sound. Ich kann sie sehen. Die Berge des Wahnsinns. Alles in allem war es ein recht angenehmer Flug. Erlauben Sie mir, Ihnen meinen Schüler und lieben Freund Danforth vorzustellen. Es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Betrachten Sie mich als ganz zu Ihrer Verfügung stehend. Schön, Sie kennenzulernen, Danforth. Darf ich Ihnen meine Freunde vorstellen? William Blanco und Henry Akeley. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen, Danforth. Wir haben uns schon einmal getroffen. Willkommen, Professor. Verzeihen Sie mir, wenn ich ein wenig schroff wirke. Es gibt etwas, das ich mit dem Professor besprechen muss. Dann sprechen Sie, Danforth. Sie wissen, wie sehr ich Ausflüchte hasse. Wie Sie wünschen. Erinnern Sie sich an die beiden Männer, die krank werden wurden, kurz bevor wir das Gelände verließen? Nach der Entdeckung des Eingangs in den Berghang? Ja, natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind tot. Tot? Ja, Professor.
Das Schlimmste ist, dass wir ihre genaue Todesursache nicht herausfinden können. Weswegen die Leichen noch nicht nach Hause geschickt wurden. Wir befürchten eine mögliche Ansteckung nach außen. Nun, das ist gelinde gesagt eine sehr unangenehme Situation. Meine Herren, Sie können sich im Lager frei bewegen. Und alle Kollegen besser kennenlernen. Ich muss mich mit dieser Angelegenheit befassen. Wir sehen uns später. Natürlich, Professor. Wir werden versuchen, Ihnen nicht weiter in die Quere zu kommen, während Sie diese bedauernswerte Situation regeln. Ehrlich gesagt, wenn ich genauer darüber nachdenke, würden Sie mich bitte begleiten? Ich würde gerne Ihre Meinung zu der ganzen Angelegenheit hören. Erlauben Sie mir, Ihnen Daya vorzustellen, Professor für Geologie in Miskatonic. Guten Morgen, meine Herren. Was, Professor, Sie stellen mich nicht vor? Natürlich, ungeduldig wie immer, wie ich sehe, mein Freund. Mein verehrter Kollege Edward vom Fachbereich Physik. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, meine Herren. Die Ehre gebührt uns. Verzeihen Sie, aber es ist ein Problem aufgetreten. Und nicht unbedeutend, wie mir gesagt wurde. Ja, eine große Tragödie. Dass es jetzt dazu gekommen ist, ist sehr bedauerlich. Es hat die Euphorie eines so bedeutenden Moments in der Menschheitsgeschichte verdorben. Professor Lake informierte uns während des Fluges. Erstaunlich, aber auch furchtbar beängstigend. Auf jeden Fall, mein Freund. So viel wie jede andere Entdeckung, die das Schicksal der Menschheit verändert hat. Obwohl nichts anderes auf diesem Level vergleichbar ist. Meine Herren, Sie werden es noch früh genug mit eigenen Augen sehen. Im Moment müssen wir uns noch mit den armen Kerlen herumschlagen. Keine Einwände in jeder Hinsicht. Ich hoffe, wir können dem Ganzen auf den Grund gehen. Ich möchte nicht an einer Krankheit sterben, bevor mein Abenteuer hier zu Ende ist. Sehr schwarzer und unangemessener Humor. Daya, Sie werden sich nie ändern. Wir sehen uns später. Ich melde mich wieder. Wir gehen in die Kantine auf ein heißes Getränk. Wenn Sie möchten, können Sie sich uns gern anschließen. Folgen Sie mir. Nach Ihnen. Ich bin mal gespannt. Guten Morgen, Professor. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen, Doktor. Das sollte die Krankenstation sein. Oder besser gesagt, das Leichenschauhaus, wie es scheint. Lone. Der war gut. Ich mag Menschen mit Sinn für Humor. Eine seltene Sache in solch abgelegenen Einöden wie diesen. Es ist auch schön, ein paar neue Gesichter zu sehen. Sind Sie gerade erst angekommen? Das ist richtig. Mein Name ist Lone Carter, Privatdetektiv. Wir sind auf ausdrücklichen Wunsch des Professors hier. Es gibt hier Angelegenheiten, die unsere Dienste erfordern. Sie kommen zu einem schrecklichen Zeitpunkt für uns. Es scheint so. Bringen Sie uns auf den neuesten Stand, Doktor. Diese beiden Herren sind ohne bekannte Ursache verstorben. Ich kann mir keinen triftigen Grund vorstellen, warum sie gestorben sein könnten. Können wir irgendwie aushelfen? Soweit ich weiß, werden wir nicht sofort abreisen. Es dauert mindestens einen Tag, bis solche Vorbereitungen getroffen sind. Wenn Lake nichts dagegen hat, sind Sie mehr als willkommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie über medizinische Fachkenntnisse verfügen. Das tun Sie nicht, aber ich könnte Ihnen wahrscheinlich helfen. Henry, bist du das wirklich? Anscheinend. Okay. Machen wir uns an die Arbeit.
Aber geht es Ihnen gut? Besser, als Sie es je erwarten könnten. Meine Herren, ich komme zu Ihnen, sobald ich hier fertig bin. Doktor, können Sie mich kurz in mein Zelt begleiten, um einige letzte Details zu klären? Damit wir die Leichen zu ihren Familien zurückbringen können? Ja, natürlich. Nach Ihnen. Wir verabschieden uns, meine Herren. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie noch etwas finden. Sie auch, meine Herren. Lasst mich eine Weile allein. Ich muss mich konzentrieren. Und wenn Sie keine offensichtliche Todesursache gefunden haben, bin ich sicher, dass ich herausfinden kann, warum nicht. Wie dem auch sei, Henry. Dafür sind wir nicht hier. Verbring nicht zu viel Zeit damit. Bis später, Henry. Ah, jetzt. Ja, und jetzt spielen wir wieder den guten Henry hier. Auf der Suche nach der Todesursache. Und hier ist ein Extrakt von Pilzen, den ich mitgebracht habe. Es hilft mir zu entspannen, vor allem falls wir nochmal in die Traumwelt zurück müssen oder irgendwie sowas in der Art, ne? So, die Sequenz lief jetzt auch so unglaublich lange, dass ich mich inzwischen entschieden habe, das Ganze in zwei Folgen aufzuteilen. Deswegen habt ihr euch wahrscheinlich schon gewundert, warum ich relativ zu Beginn dieser Folge gesagt habe, wie lange geht denn das noch? Ich überziehe schon wieder. Ja, hat sich jetzt so ergeben. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen von Let's Play Better hier an dieser Stelle. So, dann schauen wir mal. Erstmal, die Leichen machen wir mal als letztes. Wir fangen mal hier an. Sie sehen aus wie physiologische Lösungen. Dann nimm mit. Aber das brauche ich nicht. Das hier, das müssen Ihre medizinischen Unterlagen sein. Da können wir doch mal mit anfangen. Schauen wir uns das mal an. Sven Oesterle und Jean-Paul Grecot. Blablabla, Grecot wahrscheinlich, ne? Beide waren Arbeiter hier im Lager. Hier steht, es ist unmöglich, den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Seltsam. Alle inneren Organe sind intakt. Es gibt keine kardialen Pathologien oder andere Anzeichen, die auf ein Ausbluten hindeuten. Tests auf bekannte Toxine haben alle ursächlichen Faktoren ausgeschlossen. Empfohlene Quarantäne für die gesamte Besatzung aufgrund einer möglichen Kontamination durch einen unbekannten Erreger. Hier hört die Fähigkeit des Arztes auf, all dies zu analysieren. Und bei näherer Betrachtung, wenn diese Daten korrekt sind, dann sollten diese Männer noch am Leben sein. Es scheint übertrieben, eine Quarantäne zu verhängen. Wenn das der Fall wäre, wären sie alle schon tot. Außerdem ist die medizinische Beurteilung nur auf das beschränkt, was die körperliche Untersuchung feststellen kann. Ich kümmere mich um den Rest. Die sollten also theoretisch noch am Leben sein. Und das hier ist ein Lappen irgendeiner Art. Ne, den brauche ich nicht, den lasse ich mal hier. Ja, ist gut. Und hier ist ein medizinisches Verdünnungsmittel. Und ein Erste-Hilfe-Kasten. Und dieses Glas sieht ziemlich wertlos aus. Ich weiß nicht, was darin enthalten ist, und ich habe keine Zeit, das zu überprüfen. So, kann auch nicht raus, das heißt, jetzt gucken wir uns die Leichen an. Das muss Jean-Paul sein. Und dann ist das das Sven. Er scheint fast lebendig zu sein. Es jagt mir einen Schauer über den Rücken. Okay, Kumpel. Ich werde versuchen, dich nicht zu sehr zu stören. Bitte wach nicht auf. Ah,
Gott, Leute, ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Stirn viel über die Todesursache aussagen könnte. Es sei denn, sie hätte ein Loch in der Mitte. Nee, aber er hat hier, hat er, am Hals hat er was, ne? Die Augen einer Leiche sind eines der wenigen Dinge, die mir immer noch einen Schauer über den Rücken jagen. Was angesichts dessen, was ich erlebt habe, absurd erscheint. Ich sehe nichts Ungewöhnliches an der Nase. Ich vermute, dass seine Wangen schon im Leben so blass waren. Ich warte die ganze Zeit, dass er die scheiß Augen aufmacht, ne? Oh. Kinn, schwer zu sagen. Das Fleisch hat noch einen Anschein von Leben. Hier befindet sich ein Mal, das wie ein Muttermal aussieht. Das hat etwas Seltsames an sich. Ich frage mich, ob Sven auch so eins hat. Das hat etwas Seltsames an sich. Das Brustbein sieht intakt aus und haarig. Nichts Ungewöhnliches an seinem Arm. Schauen wir uns die andere Leiche an. Okay. Er hat da auf jeden Fall auch ein Mal. Nichts von Interesse hier. Sicherlich war er kein Boxer. Alles ist an seinem richtigen Platz. Fleischig und rosig. Unglaublich. Nur ein kleines bisschen geschwollen. Das letzte Adjektiv, das man einer Leiche zuschreibt, normalerweise. Oh, will ich wissen, was da drin ist? Wenn der Mundraum geschwollen ist? Die Muskeln sind noch nicht verkümmert. Ich stelle keine Schäden am Brustbein fest. Nichts Ungewöhnliches an seinem Arm. Scheint flexibel zu sein. Und genau wie ich vermutet habe. Genau das gleiche Mal, nur viel kleiner. Dies bestätigt meine Theorie. Ein Seelenwanderungsritual. Manche Religionen deuten es als das Herausreißen der Seele. Richtiger wäre es aber, von einer Essenz zu sprechen. Ich hätte nie gedacht, dass ein Ritual auf diese Weise genutzt werden kann. Für einen Mord. Dieses Mal auf Svens Körper ist fast verblasst. Vielleicht kann ich ja noch etwas von Jean-Paul lernen. Wer weiß, wo dieser arme Kerl jetzt sein könnte. Ich stelle mir vor, dass die Hölle angenehmer wäre. Ziellos durch Zeit und Raum zu schweben. Wahrscheinlich für die Ewigkeit. Wie barbarisch. Wenn ich etwas von dem Pulver verdünne, das ich bei mir habe, kann ich vielleicht mehr von ihm lernen. Aber nicht von Sven. Es ist nicht genug von dem übrig, was er war. Seine Essenz könnte inzwischen überall sein, an jedem Ort und in jeder Dimension. Tja, Sven, blöd für dich gelaufen. Aber mit diesem Seelenwanderungsritual beschäftigen wir uns dann in Ruhe. In der nächsten Folge von Call of Cthulhu at the Mountains of Madness. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.